Schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist Katja, ich bin Kati. Wir führen dich heute durch die Mantra-Yin-Yoga-Stunde. Eine Reise nach innen. Viel Spaß. Beim Yin-Yoga erwartet dich eine regenerative Praxis, um näher bei dir selbst anzukommen, um dein Nervensystem runterzubringen. Und dazu nutzen wir Hilfsmittel. Also schnapp dir gerne Kissen, eine Decke, gerne auch was, was du dir über die Augen legen kannst, um ganz in deinem Raum anzukommen und zur Ruhe zu kommen. Dann finde dich in einen bequemen Sitz. Vielleicht möchtest du dir noch ein Kissen oder eine gefaltete Decke unter dein Gesäß legen. Wenn du deine Position gefunden hast, schließ doch mal einen Moment die Augen, um ganz bei dir anzukommen. Leg die Hände entspannt auf deinen Beinen ab. Bring dein Kinn noch mal zum Brustbein und finde deinen Atem. Spür die Einatmung im Bauch- und Herzraum. Mit der Ausatmung lass die Schultern noch mal nach unten sinken. Lass Spannungen in deinem Gesicht, in deinem Kiefer los. Und lass ein paar Mal den Atem tief in deinen Bauchraum, deinen Brustraum einfließen und wieder ausströmen. Beobachte die Qualität des Atems und lass dich da einen Moment führen, ganz bei dir in deinem Körper anzukommen. Schon, dass du mehr angekommen bist in deinem Körper, eine Verbindung zu dir wahrnehmen kannst, dann bleib ganz in dieser Verbindung, in dieser Stunde. Du kannst auch mal wieder die Augen schließen, um die Sinne, die Aufmerksamkeit ganz bewusst nach innen zu richten. Und dann für die erste Position, nimm dir vielleicht eine gerollte Decke unter dein Gesäß, bring deine Fußsohlen aneinander. Wenn du magst, nimm dir noch zwei Hilfsmittel unter deinen Beinen und richte dich einmal auf. Nimm dir für den Schmetterling gerne auch Hilfsmittel vor dir und schau mal, wie viel du da brauchst, um angenehm in die Position zu kommen. Zielgebet ist Leisten, Hüften und der Rücken, den du hier vollkommen entspannen kannst. Und dann komm nochmal mit der Einatmung in einer leichten Aufrichtung nach vorne und komm in die Rundung. Vielleicht magst du deine Schläfe ablegen, die Hilfsmittel umgreifen. Und dann kannst du mit der Ausatmung
immer mehr und mehr dich in diesen Kissenturm sinken lassen. Für die nächsten Minuten der Musik zuhören und dich einfach hingeben. Langsam wieder deinen Atem. Du kannst dich mit geschlossenen Augen langsam nach oben aufrichten. Löse dich von den Hilfsmitteln. Streck die Beine, entspann nach vorne und bring die Arme mal hinter deinem Körper. Auf den Boden schieb dein Herzraum nach vorne. Den Kopf sanft in den Nacken, wenn es angenehm ist. Die Beine von links nach rechts bewegen, die Hüften ein bisschen auslockern. Dann komm für die nächste Position in die Libelle. Dafür kommst du in so eine gekrätschte Sitzposition, bringst dir deine Hilfsmittel gerne wieder vor dir auf die Matte. Vielleicht mit einer Decke, gerollten Decke unter deinem Gesäß. Zielgebiet ist ja auch wieder Beininnenseiten, Hüfte, Leisten, der Rücken.
unterstützt dich wirklich ganz zu entspannen. Und dann richte dich nochmal auf. Heb gerne die Arme nochmal mit hoch, bring nochmal Weite rein und lass dich dann nach vorne sinken. Erlaube dir, ganz rund zu werden und komm da an, wo du für dich in deinem Körper jetzt ankommen kannst. Jetzt magst du diese Hilfsmittel umarmen, wieder deine Schläfe oder deine Stirn auch mit ablegen, die Unterarme zur Unterstützung nutzen. Schließe die Augen, finde deinen Atem und lass dich mehr und mehr in diese Position reinsinken. Lass dich in dir ankommen. Mit der Ausatmung noch mal ein bisschen mehr los. Lass dich sinken. Vielleicht findest du auch immer wieder zu deinem Atem zurück, der ozeanisch durch dich hindurch fließt, dich ganz weich werden lässt. In der Ruhe liegt die Kraft. Du hast unendlich viel Zeit, weil du die Ewigkeit bist. Du hast unendlich viel Kraft, weil du die Schöpfung selbst bist. Du hast unendlich viel Zeit, weil du die Ewigkeit bist. Du hast unendlich viel Kraft, weil du die Schöpfung selbst bist. Dann atme nochmal tief ein, roll dich langsam nach oben auf, setz die Hände nochmal hinter dir ab
Beug dich entspannt nach vorne, richte Brustkorb, Herzraum nochmal nach vorne aus, atme in die Weite, in diese entspannte Gegenbewegung. Komm ganz ins Fühlen. Vielleicht haben diese Vorbeugen dich auch ein bisschen unterstützt, dich ein wenig mehr zu erden, bei dir anzukommen und aus dieser Erdung jetzt mehr in die Herzöffnung zu gehen. Dafür bring die Füße entspannt zusammen, platziere die Kissen, ein oder zwei hinter dir, vielleicht hast du auch ein Bolster. Komm in den unterstützten Fisch. Nimm dir alles, was du dafür jetzt noch brauchst. Komm mit dem unteren Rücken auf die Kissen und lass dich sanft nach hinten sinken, sodass der Nacken noch sanft unterstützt ist von den Kissen. Du kannst die Beine ausgestreckt lassen oder in den liegenden Schmetterling als Variation einnehmen. Eventuell auch hier nochmal ein Hilfsmittel unter den Knien, wenn du es angenehm empfindest. Die Arme kannst du nach hinten, zur Seite oder auch auf deinen Leisten ablegen und kannst auch währenddessen variieren. Konzentriere dich ganz auf deinen Herzraum. Spür den Atem, wie er dein Herz berührt bei der Ein- und Ausatmung. Und lass dich ganz sinken, begleiten von den Mantren und der Musik. Jai Shri Krishna, Chaitanya Prabhu. Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya. Mal eine Hand auf deinen Bauch und eine Hand auf deinen Herzraum. Spür unter deinen Händen die Verbindung zu deinem Zentrum, zu deinem Bauch.
Spür die Lebendigkeit, die Bewegung unter deiner Herzhand. Spür den Raum, den Tempel deiner Seele. Lass hier ganz viel Licht strahlen, sich Wärme ausdehnen, Weite in jede Zelle. Da eine liebevolle Intention in deine Handflächen. Sei dir bewusst, dass du Liebe bist, ohne Erwartungen, ganz in diesem Moment, diesem Bewusstsein. Löse dich ganz liebevoll von dieser Verbindung und roll dich über die Seite nochmal einen Moment auf deine Matte. Komm nochmal kurz ins Spüren. Lass dich hier nochmal in so eine Nachspürphase gleiten. Komm, wenn du magst, mit geschlossenen Augen ganz langsam in eine Stellung des Kindes. Du kannst die Knie geöffnet lassen und deinen Oberkörper zwischen deine Beine sinken lassen, dein Gesäß Richtung Fersen. Auch hier kannst du dir eine Decke oder ein Kissen auch zwischen Gesäß und Fersen legen. Die Arme lang nach vorne strecken, deine Stirn oder deine Schläfe auflegen oder eine Variation einnehmen, die sich dir gerade zeigt. Und dann gib alles an die Erde ab, was dir jetzt gerade noch Spannung oder Schwere verbreitet und spür die Verbindung unter deinen Händen. Zur Erde. Nimm deinen Atem im Bauch- und Herzraum wahr. Lass dich hier noch für einige Minuten reinsinken. Tanu Hanuman Prachodayat.
Finde wieder deinen Atem, Bauch und Herzraum. Richte dich langsam nach oben auf. Guck mal in so eine sanfte Vierfüßlerposition. Komm noch mal in so eine ganz langsame Öffnung von Brustkorb, sanftes Hohlkreuz. Richte dich auf. Werde noch mal rund in so einen Katzenbuckel. Ganz langsam und bewusst in die Körperbewegung gehen. Nimm dir dieses Bewusstsein mit, diese Langsamkeit, den tiefen Atem, denn den hast du immer an deiner Seite. Dann komm bei deinem Weg in die Rückenlage. Finde für dich eine bequeme Position. Stell nochmal die Füße vor deinem Gesäß auf und lass sie ganz entspannt von links nach rechts bewegen. Massiere nochmal deinen unteren Rücken. Kreuzbein, Steißbein und Hüfte. Dreh den Kopf dabei in die andere Richtung. Spür die Akupressurpunkte an deinem Hinterkopf, die du hier auch mit sanft massierst und so deinem Körper Entspannungsimpulse senden kannst. Dann lass das noch ein paar Mal fließen. Mit deinem Atem. Dann in der Mitte angekommen. Für deine Endentspannung. Nimm dir gerne 2 Kissen, leg sie unter deine Kniekehlen, hast die Beine entspannt geöffnet. Vielleicht brauchst du noch eine Decke, legst die Arme neben dir ab, lässt die Schultern schwer in den Boden sinken, schließ die Augen, verbinde dich mit deinem Atem, lass Spannungen in Füßen, Beine, Hüfte, Becken, Bauch, Rücken, jetzt ganz los, gib alles nochmal in die Erde ab, werde ganz schwer. Und genieße für die letzten Minuten in deiner Endentspannung.
Krishna, Krishna. Hare, Hare. Hare Rama. Hare wieder den Raum wahr, in dem du liegst. Nimm die Kontaktpunkte deines Körpers auf deiner Matte wahr. Nimm wahr, wie der Atem dich bewegt. Bewusstsein in deine Hände und Füße. Bewege, recke und strecke dich. Hare Krishna. Dann bring nochmal die rechte Hand auf deine linke Schulter und die linke Hand auf deine rechte Schulter. Schenk dir hier nochmal eine Umarmung, ein Dankeschön an deinen Körper. Oder für was auch immer du heute dankbar bist. Löse dich langsam aus dieser Umarmung und bewege dich wieder nach oben und komm nochmal in eine entspannte Sitzposition. Lass die Augen gerne noch einen Moment geschlossen. Schön, dass du dabei warst. Wir hoffen, dir geht's gut und du fühlst dich jetzt ganz wohl in dir selbst und trägst diese warme, geborgene Stimmung noch mit in deinen Tag. Und schau doch gerne auch noch nach weiteren Videos auf diesem Kanal. Da findest du weitere tolle Übungsvideos und Anleitungen. Ja, danke. Om Namah Shivaya. Bis bald.